Im Namen von FX Flat heiße ich Sie zum heutigen Webinar recht herzlich willkommen. Mein Name ist Wolfgang Denter und ich führe Sie so ein bisschen durch, oder vielmehr ich mache die Einladung zum Webinar Kleines Konto Großtraden. Das Webinar wird Herr Mario Lüdemann führen. Doch bevor wir beginnen, möchte ich noch kurz auf die Benutzerhinweise hinweisen, die ja nicht fehlen dürfen. Das heißt, das Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Sie treffen Ihre eigenen Handelsentscheidungen und bitte verstehen Sie das Webinar nicht als Handelsempfehlung. Ja, und die Meinung des Referenten muss nicht der von FX Flat entsprechen. Ja, ansonsten, ich hoffe, mich können alle gut hören. Ansonsten übergebe ich jetzt das Wort an den Mario. Ich sage vielen Dank, Wolfgang, und begrüße alle Teilnehmer recht herzlich. So, ich hoffe, man kann mich jetzt auch verstehen. Irgendwie sprach noch die nette Frau von GoToWebinar im Hintergrund. Ja, ich hoffe, alle können mich hören. Perfekt, super. Und ja, dann starten wir auch heute mit Kleines Konto, Groß Traden 4.0. Warum 4.0? Nun ja, Kleines Konto ist vor einigen Jahren schon an den Start gegangen. Wir haben es oft wiederholt. Ich werde dazu auch einiges heute noch sagen. Vor allen Dingen, was ist überhaupt mit kleinen Konten gemeint und was haben wir mit diesem Projekt alles erreicht? Aber bevor wir starten, das hat der Wolfgang vorhin ja auch schon kurz gesagt, der Risikohinweis hier an dieser Stelle wie üblich. Ja, kleines Konto, groß traden, ist ein Projekt, was vor gut 4 Jahren entstanden ist bei den Investment und Business Days. Dort habe ich zum ersten Mal einen Vortrag genau zu diesem Thema gehalten und es ist so gut angekommen, dass wir danach eine Webinar-Reihe ins Leben gerufen haben, die wir jetzt schon mehrfach wiederholt haben. Wir werden es jetzt zum 4. Mal live machen und zwar über mindestens 10 Wochen. Es wird also 10 Webinare geben, einmal wöchentlich, zusätzliche Frage- und Antwortrunden immer innerhalb dieser Webinare. Wir werden Live-Trading machen auf real geführten Echtgeldkonto. Wir werden gemeinsam live screenen und das Ganze natürlich auch dokumentieren, so dass jeder das Ganze nachvollziehen kann. Und ich werde heute in diesem Webinar einfach mal Auszüge zeigen aus dem, was wir in den kommenden Wochen und Monaten gemeinsam machen werden. Ich fange mal an mit der Dokumentation, damit man das Ganze mal sieht. Also wir haben hier alle Trades beispielsweise mal aufgeführt, die wir 2015, als wir das erste Mal live gemacht haben. Kleines Konto, Großtraden. Wir starten immer mit einem Startkapital von 5.000 Euro. Wir haben damals eine Performance auch realisiert innerhalb dieser 3 bzw. 4 Monate von etwa 15%. Und man sieht das hier schon an der Menge der Trades. Also wir versuchen mit jeder Woche so ungefähr einen Trade zu machen. Es geht also gar nicht darum, sehr viele Trades zu machen, weil das ist eigentlich am Anfang gar nicht nötig, um eine gute zweistellige Performance zu machen. Wir haben hier auch keine großartigen Hebelprodukte verwendet. Das hätte man natürlich gut machen können. Vielleicht machen wir das auch diesmal, dass wir mit CFDs vielleicht ein bisschen mehr machen. Müssen wir mal schauen. Je nachdem, das werden wir im ersten Webinar dann klären, wie so die Lage der Teilnehmer ist, was ihnen lieber ist, ob wir lieber mit einem CFD-Hebelprodukt vielleicht arbeiten oder ob wir das direkt in den einzelnen Aktien machen. Wichtig ist nur, alles, was wir machen, wie gesagt, auf einem Live-Konto, sodass das Woche für Woche auch von euch nachvollziehbar ist. Was ist wichtig beim Start kleines Konto, Großtraden? Kommt immer die Frage, ja, wie groß muss denn das Konto sein? Eigentlich ist es egal, ob man ein 2.000 Euro Konto hat oder 5.000 oder 10.000 Euro Konto. Wir haben auch schon Kunden gehabt, die haben mit einem 50.000 Euro Konto bei kleine Konten Großtraden mitgemacht. Wir kontrollieren das ja nicht. Was wir einfach machen, ist, wir nutzen einfach ein 5.000 Euro Konto als Start und das hat auch einen bestimmten Grund. Denn als ich angefangen habe zu traden 1996, bin ich auch mit 5.000 damals noch D-Mark gestartet und habe dann in relativ kurzer Zeit es geschafft, daraus ein 7-stelliges Konto zu machen. Was ist wichtig? Was werden wir hier vermitteln bei kleine Konten groß traden? Das Wichtigste natürlich ist
Fachwissen. Man muss einfach wissen, was man hier tut, und deswegen werden wir eben nicht nur einfach Trades in den Raum stellen, um zu zeigen, was ich mache, weil darum geht es am Ende des Tages eigentlich gar nicht. Natürlich werden wir alle meine Trades zeigen, wieso, weshalb, warum bin ich da eingestiegen, warum verwalten wir den Trade so, warum steigen wir aus diesem Trade aus. Aber ich möchte eben auch hier dieses Fachwissen weitergeben, damit gerade die, die vielleicht noch am Anfang stehen, noch gar nicht so viel fachliches Wissen haben, hier einfach davon profitieren können und Stück für Stück vielleicht ihr Fachwissen weiter auszubauen oder vielleicht sogar das ein oder andere Mal in die Tiefe zu gehen. Weil gerade am Anfang ist es eben so, wenn man im Trading startet, und das kenne ich eben aus eigener Erfahrung, aber eben auch von vielen hundert Kunden, die wir natürlich über kleines Konto in den letzten Jahren betreut haben, dass es häufig Fehler sind, die man selber manchmal gar nicht erkennt. Und das ist eben manchmal so ein bisschen die Problematik, die es dabei eben gibt, dass man manchmal Fehler macht und die schleichen sich dann ein und man selber weiß gar nicht, dass man hier beispielsweise einen Fehler gemacht hat. Und das versuchen wir hier eben bei kleinen Konten genau aufzudecken. Ganz wichtiger Punkt ist natürlich auch immer so die Kostenseite. Deswegen arbeiten wir auch hier, was kleine Konten angeht, auch immer mit unserem Partner FX Flats zusammen, weil ihr hier natürlich auch die Möglichkeit habt, wirklich mit sehr, sehr geringen Kosten pro Transaktion hier wirklich auch es schafft, relativ schnell dann tatsächlich aus einem kleinen Konto dann ein großes Konto zu machen. Aber neben dem Fachwissen ist eins ganz, ganz wichtig, wenn man es schaffen möchte, als Trader erfolgreich zu werden. Und das ist nicht nur im Trading so, das ist auch in jedem anderen Bereich so, ob im Beruf oder im Sport. Es ist der Wille zum Erfolg. Den muss man einfach mitbringen, weil gerade das Trading sieht auf den ersten Blick häufig relativ einfach aus, ist aber dann doch meistens deutlich schwieriger, als man sich das am Anfang vielleicht vorgestellt hat. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr schon in Demo handelt oder vielleicht auch schon in Echtgeld, dass es am Anfang, dass man denkt, ah, das ist alles so gar nicht so schwierig. Und wenn man aber dann erstmal 3-4 Monate dabei ist, dann merkt man doch, man ist auf einem guten Weg, ist vielleicht auch schon Break-Even oder vielleicht leicht im Plus, aber es hapert halt dann doch schon mal links oder rechts. Also da werden wir drauf eingehen und natürlich auch auf die psychologischen Aspekte des Tradings und wie man das in den Griff bekommt, so dass man nicht noch zusätzlich teure, unnötige Seminare vielleicht braucht, was das Thema Psychologie angeht. Das ist vielleicht ein Thema, wenn man nachher mal ein großes Konto hat und da wirklich eine große Baustelle hat. Aber auch da ist meistens ein Einzelcoaching meistens besser als ein Seminar. Bereitschaft, aus Fehlern zu lernen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, der, wie gesagt, auch nicht nur aufs Trading zutrifft. Aber hier ist es ganz, ganz wichtig. Denn wenn man im Handel ist, ist es extremst wichtig, weil wir machen natürlich Gewinntrades und wir machen Verlusttrades. Und es ist wichtig, dass wir schauen, wo liegen die Probleme. Und dann muss man einfach gucken, wenn man vielleicht eine Menge an Verlusttrades hat, wo liegt hier vielleicht der Fehler im System? Handle ich das falsche Produkt? Bin ich in der falschen Zeiteinheit unterwegs? Oder habe ich grundsätzlich Fehler im Trading? Setze ich meinen Stop vielleicht zu eng? Also all diese Dinge werden wir uns hier genau anschauen. Und dann am Ende ist es das Thema, was natürlich immer irgendwo ist, das ist das Thema Disziplin. Also es geht halt darum, dass man auch weiß, ich brauche halt einen Plan. Also wie arbeite ich eigentlich, wenn ich das Ganze machen möchte? Mache ich eine Morgenroutine? Weiß ich genau, wann an welchen Stellen ich tatsächlich einsteigen möchte? Und dann halte ich es auch aus, den Trade einfach mal laufen zu lassen und nicht dauernd die Gewinne zu begrenzen. Und wenn man diese Dinge halt macht, dann wird man auch irgendwann die Spitze halt erreichen. Und das ist ja auch das, was ganz, ganz wichtig ist. Also ich selber habe gut 5 Jahre dafür gebraucht, um aus meiner Sicht zumindest das erste Mal die Spitze des Berges zu erreichen, nämlich als ich damals von 5.000 Mark das erste Mal ein 7-stelliges Konto hatte. Und dazwischen, der Weg war relativ steinig, vor allen Dingen am Anfang. Und ich habe jetzt einfach mal ein paar Stationen hier aufgeführt, weil ich weiß, dass natürlich neben vielen Kunden, die mich vielleicht auch schon länger kennen, auch einige dabei sind, die mich vielleicht noch nicht so gut kennen. Ich habe 1996 angefangen zu handeln. Da habe ich damals die Telekom-Aktie gezeichnet, habe aber 1998, also etwa 2 Jahre später, dann angefangen als privater Börsenhändler ausschließlich vom Trading auch zu leben. 1997 ist mein erster Sohn geboren worden, 1999 mein zweiter.
Und seitdem hat auch meine Frau nicht mehr gearbeitet. Das heißt, wir haben also wirklich ausschließlich die letzten, ja, gut 20 Jahre vom Handel an der Börse gelebt. Ich habe dann vor einigen Jahren eine Ausbildung als Coach und Management-Trainer gemacht. Und wir haben eine sehr erfolgreiche Facebook-Gruppe Markttechnik erfolgreich handeln, wo ihr regelmäßig ja meinen Wochenausblick findet und auch Lehrvideos, die allerdings auch zusätzlich bei YouTube. Wie gesagt, Telekom-Aktie war so der Einstieg für mich an die Börse. Bis dahin habe ich mich ehrlich gesagt nicht wirklich mit diesem Thema auseinandergesetzt. Es ist also nicht so, dass ich schon in der Schule gedacht habe, ich möchte Börsianer werden, sondern das war der erste Kontakt gewesen. Ich habe damals gesehen die Werbung mit Manfred Krug, der war früher Tatortkommissar und der hat mir einfach so gut gefallen, dass ich gesagt habe, ja, die Aktie möchte ich auch zeichnen. Und am ersten Börsentag ist die Aktie mehr als 20% im Plus gewesen. Und da habe ich gesagt, Mensch, wenn es so einfach ist, an der Börse Geld zu verdienen, dann möchte ich das natürlich auch. So, dann habe ich angefangen, mich mit dem Thema Börse auseinanderzusetzen, habe dann Konto eröffnet, mehr gehandelt und. Wobei das Trading früher natürlich noch anders abgelaufen ist als heute. Die unter euch, die vielleicht auch zu dem Zeitpunkt vielleicht auch schon mal gehandelt haben, da musste man früher noch zur Bank gehen oder bei dem Bank, ja, Angestellten anrufen und sagen, ich möchte gerne 30 Aktien kaufen von Unternehmen XY. Und dann wurde die Order halt weitergeleitet. Dann am nächsten Tag, mittags um 13 Uhr zur Kasse, wurde die dann ausgeführt. Und dann wäre das, wenn man das jetzt in dieser Woche nehmen würde, dann wäre das am Dienstag gewesen. Mittwochs hat man dann einen Brief bekommen von der Bank, dass man die Aktien jetzt besitzt. Und wenn man sie jetzt verkaufen wollte, dann konnte man wieder anrufen und sagen, ich möchte die Aktie wieder verkaufen. Und dann wäre sie dann am Donnerstag verkauft worden. Und am Freitag hätte man die Bestätigung gehabt. Das war die schnellste Art des Handelns, so als ich damals angefangen habe. Und das war eigentlich auch ein Punkt. Ich habe dann irgendwann natürlich bei meiner Hausbank gewechselt. Damals ist Consors ins Spiel gekommen, eine andere Bank, wo man dann auch Daytrading betreiben konnte. Das habe ich dann 1998 gemacht. 1999 war dann für mich mit, was prozentualen Gewinn angeht, mit Abstand das stärkste Jahr. In dem Jahr habe ich mehrere 100% Gewinn gemacht. Allerdings mit Abstand heute, 20 Jahre später, kann ich ganz klar sagen, das hätte wahrscheinlich jeder andere von euch so oder so ähnlich auch hinbekommen. Denn es war die Phase des neuen Marktes. Da war es eigentlich fast egal, welche Aktie man gekauft hat. Es ist eigentlich fast alles gestiegen. Es ist so ähnlich wie vor 2, 3 Jahren es mit Bitcoins war, die man früher mal für 1 € kaufen konnte und irgendwann waren sie halt bei 20.000. Und so ähnlich war das mit dem neuen Markt auch. Und von daher habe ich da es dann wirklich geschafft, relativ schnell aus 5.000 eine Million zu machen. Das war dann 2001 endlich geschafft, also 5 Jahre später. Dann kam allerdings auch der Crash 2001. Die ganze Dotcom-Blase ist so in sich zusammengefallen und ich habe dann Anfang 2001 auch relativ schnell über 100.000 dann auch wieder verloren, was für mich aber ganz gut war, weil da habe ich einfach den Schlussstrich gezogen, bin ausgestiegen aus dem Markt, habe mich erstmal 3 Monate zurückgezogen, Urlaub gemacht und mir dann einen Mentor gesucht, weil für mich war es überhaupt nicht verständlich, warum Börsen plötzlich fallen, also warum die Aktienmärkte fallen, weil ich habe 5 Jahre nur erlebt, dass Aktienmärkte steigen und zwar sehr, sehr schnell, sehr, sehr dynamisch. Und plötzlich war es aber so, dass die Börsen gefallen sind. Das heißt, ich brauchte einen neuen Broker, wo ich auch Short traden kann. Heute ist das selbstverständlich, 20 Jahre später, bei jeder Bank, bei jedem Broker, auch hier bei FX Flat ist es vollkommen normal, auf der Long-Seite zu handeln, auf der Short-Seite zu handeln. Alles das funktioniert sehr einfach, aber das war früher sehr, sehr schwierig. Da gab es nur sehr wenige Broker, wo das möglich war. Ich habe im Schnitt vor allen Dingen in den ersten 10 Jahren mehr als 5.000 Trades pro Jahr gemacht. Also 5.000 Käufe, 5.000 Verkäufe. Das lag daran, dass ich zum einen im Arbitragehandel unterwegs war. Das heißt, ich habe Aktien beispielsweise in Frankfurt gekauft und sie nach in München wieder verkauft oder auch in New York gekauft und dann in Frankfurt verkauft. Und ich habe von sehr kleinen Differenzen gelebt, habe dann angefangen, sehr schnell ins News Trading einzusteigen. Übrigens heute noch meine beliebteste Art des Handelns, weil ich auch immer noch glaube, dass man hier am erfolgreichsten ist, gerade als privater Trader.
2012, 2013 war dann die Phase gewesen, nachdem ich jetzt, wie gesagt, 15 Jahre hauptberuflich gehandelt habe, wo ich gemerkt habe, dass es so, wie es jetzt läuft, nicht mehr weitergeht. Nicht, weil die Gewinne nicht mehr da waren, sondern, und das kann vielleicht der ein oder andere von euch nachvollziehen, der schon ein bisschen länger an der Börse ist und vielleicht alleine ganztags handelt, es geht einem so ein bisschen die Kommunikation verloren. Ich habe immer alleine gehandelt. Unsere Freunde und Nachbarn haben nie wirklich verstanden, was ich an der Börse mache. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich möchte gerne in diesem Bereich etwas mich weiterbilden, habe dann Ausbildungen als Coach gemacht, als systemischer Berater und auch 2016 dann angefangen, eine Ausbildung als Trainer zu machen. Warum? Ich habe zu dem Zeitpunkt angefangen, nicht nur Coachings zu machen, sondern auch im manchmal 3 bis 4 Mal im Jahr, also einmal im Quartal, entsprechende Seminare. Und da ist es aus meiner Sicht extrem wichtig, dass man nicht nur das fachliche Wissen hat, sondern dass man eben vor allen Dingen auch weiß, wie man solche Dinge aufbereitet und dann natürlich auch weitergibt. Und das hat mir sehr, sehr geholfen, vor allen Dingen in den letzten Jahren. Und es macht mir wahnsinnig Spaß. Wir machen heute bei uns im Handelsbüro. Wir haben seit 3 Jahren dieses Handelsbüro hier in Verl. Wir sind 3 Vollzeitkräfte neben mir, die sich um die ganze Arbeit auch im Hintergrund kümmern, Social Media, Kundenanfragen und, aber auch Vorbereitungen für den Handel, wie beispielsweise die Morgenroutine. 2017 habe ich dann ein Buch zu dem Thema geschrieben, wie Sie Ihr kleines Konto zu einem großen Trade, nachdem mein Vortrag schon ein Riesenerfolg war. 2018 sind wir dann mit dem Starter-Seminar Rendite Unlimited an den Markt gegangen, nachdem wir schon 3 Jahre vorher schon das erste Trader-Seminar am Start hatten. Rendite Unlimited ist, glaube ich, die Starter-Veranstaltung überhaupt im deutschsprachigen Markt für Trader und Investoren. Wir haben alleine in diesem Jahr auf 2 Veranstaltungen schon mehr als 1000 Teilnehmer gehabt. Wir sind vor gut 2 Jahren gestartet in München mit 40 Teilnehmern pro Veranstaltung. Und wie gesagt, in diesem Jahr alleine bei 2 Veranstaltungen schon weit mehr als 1000 Teilnehmer. Es ist wirklich ein Riesenspaß, mit den Teilnehmern zusammen 2 Tage lang sich über das Thema Trading und Investment auszutauschen. Mein Vortrag, kleines Konto, groß traden, die Webinarreihe, mehr als 340.000 Trader und Investoren haben bereits meinen Vortrag gehört. Und von daher freue ich mich natürlich riesig, vor allen Dingen, wenn man weiß, wie groß der Kreis der Trader ist, dann ist das eigentlich eine Größe, wo man sagt, da hat man fast jeden Trader erreicht. Aber wir haben alleine, wie gesagt, in diesem Jahr fast 100.000 Teilnehmer, die alleine hier bei kleines Konto, groß traden mit dabei gewesen sind. Wie sieht mein Trading-Tag aus, um da mal ein Stück reinzugehen, wie auch vielleicht euer Trading-Tag später aussehen könnte. Wie gesagt, wir gehen jetzt so ein bisschen in die Auszüge auch der Ausbildung rein. Was wir jeden Morgen machen, ist die Morgenanalyse. Das heißt, wir schauen uns jeden Tag an im Team, wie sind die Märkte gelaufen. Beispielsweise, wenn ich nachmittags um 17 Uhr nach Hause gehe, was ist in den USA passiert? Heute ist ja Labor Day, das heißt, da ist kein Handel. Aber in Deutschland war heute Handel und ich habe auch in Deutschland heute beispielsweise den FDAX gehandelt, weil es einfach ein Anzeichen dafür da war, dass wir heute auf der Long-Seite unterwegs sein sollten. Wir schauen uns aber nicht nur den US-Markt an, wir schauen uns auch die asiatischen Märkte an. Wir schauen uns vor allen Dingen auch an, wie sieht es aus, wie ist Angst und Gier im Markt vertreten. Wir schauen auf den vielen Greed-Index, wir schauen uns die Put-Call-Ratios an. Also viele verschiedene Dinge, die sehr, sehr wichtig sind, um einzuschätzen, in welche Richtung der Markt geht. Und dann schauen wir uns halt an, was möchten wir handeln heute? Möchten wir Indizes handeln, was gar nicht meine bevorzugte Art des Handelns ist? Das mache ich eigentlich eher an so Tagen wie heute, wo der Umsatz an den Märkten sehr, sehr dünn ist aufgrund der Feiertages. Dann handle ich halt eher die Indizes. Ansonsten ist eigentlich der Schwerpunkt bei mir der Aktienhandel. Unser Team analysiert dann, wie gesagt, jeden Tag die verschiedenen Märkte so, dass wir uns dementsprechend dann auch darauf einstellen können und das dann natürlich auch weitergeben in Form von Videos oder Facebook-Beiträgen und dann natürlich auch im Rahmen von Seminaren wie kleines Konto Großtraden oder auch Coachings. Ja, und dann geht es für mich morgens dann regulär in den Handel halt hinein und das Ganze mache ich in 2 Blöcken. Das heißt, ich handle einmal vormittags den deutschen Markt und nachmittags dann entsprechend zur Eröffnung den
US-Markt. Kommen wir auf ein paar fachliche Dinge. Was erwartet euch bei kleines Konto, groß traden? Natürlich erst einmal die Grundlagen, weil wir gehen natürlich davon aus, dass jemand, der ein kleines Konto hat und bei kleines Konto groß traden auch mit dabei sein möchte, dass wir hier natürlich auch mit den Grundlagen hier entsprechend anfangen. Also was ist ein Aufwärtstrend, was ist ein Abwärtstrend, das wird wahrscheinlich jeder noch schon wissen. Aber wie geht man damit um mit diesen drei verschiedenen Märkten? Und darum geht es eigentlich, also man wird in einem Aufwärtstrend anders handeln als in einem Abwärtstrend und man wird in einem Seitwärtstrend, wenn man ein guter Händler ist, im Regelfall entweder ganz anders agieren oder wenn man anfängt zu handeln, sogar an der Seitenlinie stehen bleiben und nicht handeln. Und das ist eines der schwierigsten Dinge eigentlich für die meisten Trader, nichts zu tun. Weil wir sind ja gewohnt, als Deutsche immer aktiv im Handel zu sein. Wenn man arbeitet als Angestellter, wenn man viel tut, bekommt man Ansehen und auch vielleicht mehr Geld. Aber als Trader werden wir nicht dafür bezahlt, dass wir viel tun. Als Trader werden wir dafür bezahlt, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen. Und für diese richtigen Entscheidungen werden wir dann sehr, sehr gut bezahlt. Wie beispielsweise am Freitag, ich habe den Trade gepostet bei Facebook, als der Markt nach unten abgerutscht ist, als die Anzeichen dafür waren, dass wir einen Short-Markt haben, im DAX Future beispielsweise 100 Punkte schnell mitgenommen mit zwei Kontrakten. Wie gesagt, das Ganze könnt ihr auch gerne nachvollziehen bei mir in der Facebook-Gruppe. Wir haben auch die Ausführungen dazu gepostet, heute dann entsprechend auf der Long-Seite, werden auch morgen dazu dann auch nochmal ein Video machen. Das heißt also, ich schaue mir immer sehr genau an, wie laufen die Märkte. Und der markttechnische Ansatz, den ich verfolge seit über 15 Jahren, ist relativ simpel eigentlich von der Erklärung und natürlich, wenn man das in der Grafik sieht, sowieso, weil Grafiken können wir uns ja immer so einfach darstellen, dass das auch jeder sieht. Aber am Ende des Tages geht es eigentlich darum, dass wir steigende Tiefpunkte haben und steigende Hochpunkte, wenn wir long handeln möchten. Und auf der anderen Seite, wenn wir einen Short Trade machen möchten, dann brauchen wir halt ein Umfeld, in dem wir fallende Hochpunkte und fallende Tiefpunkte haben. Das ist etwas, worauf man dann am Ende einfach achten muss. Und damit das Ganze nicht in der Theorie bleibt, habe ich jetzt einfach mal auch einen Chart hier entsprechend mitgebracht. Und ich habe hier jetzt einen Monatschart genommen. Das könnte man aber genauso gut auch im Tageschart machen, im Stundenchart oder eben Intraday. Wenn man so einen Chart sieht, wie hier beispielsweise, und wie gesagt, das kommt jetzt gar nicht darauf an, dass das hier in diesem Falle ein Monatschart ist, ist einfach, was man hier sieht. Und wenn wir so einen Chart sehen, wie beurteilen wir den? Gehen wir davon aus, dass wir hier eher long handeln sollten, eher short handeln sollten oder eben gar nicht handeln. Und das ist ja etwas, was wir jeden Tag machen. Wir schauen uns einfach die verschiedenen Märkte an, wir schauen uns die verschiedenen Aktien an und sagen, okay, das ist ein sauberer Trend, genau das, was wir uns vorhin angeschaut haben. Und dann wird halt entsprechend beurteilt, habe ich hier einen Trend und wie möchte ich damit umgehen? Und hier ist eben sehr schön zu sehen, dass der Markt hier sehr schön eine lange Bewegung nach oben gesetzt hat. Hier eine kurze Korrektur, wieder eine lange Bewegung. Wieder eine kurze Korrektur. Also die Bewegungen sind hier deutlich, deutlich länger als die Korrekturen. Und das ist schon mal das erste große Learning, was man hier mitnehmen sollte als Trader. Es macht wenig, wenig Sinn, im Korrekturmodus zu agieren, weil die Korrekturen sind im Regelfall eher klein hier zu sehen. Und die Bewegungen dazu sind sehr groß. Das heißt also, es macht doch viel mehr Sinn, die Bewegung zu handeln, anstatt die Korrektur. Und möchte das Ganze auch gleich nochmal untermauern, eben anhand von Charts, die eben Tagescharts sind. Aber grundsätzlich gibt es zwei Ansätze, die wir im Handel verwenden. Das ist einmal der sogenannte Trendhandel. Das heißt, man steigt an einem beliebigen Punkt ein, den man vorher sehr genau definiert. Hier haben wir es jetzt mal an einem Hochpunkt genommen. Da ist es auch wieder egal, Wochenchart, Tageschart, Stundenchart, wie auch immer. Und den Stop eben entsprechend unter das Tief. Das ist dann der Initialstop und es geht halt darum, immer wenn der Markt ein neues Hoch markiert hat, dann entsprechend den Stop Stück für Stück weiterzuziehen, bis man am Ende des Tages dann ausgestoppt wird.
Und dasselbe geht dann natürlich auch für die Short-Seite. Und das ist ja das Schöne auch an diesem Jahr gewesen, was übrigens bei mir und bei vielen unserer Kunden eines der besten Jahre der letzten, glaube ich, 4, 5 Jahre war. Ich glaube, 2015 war auch ein extrem starkes Jahr bei uns gewesen. Wir haben es ja auch gesehen bei kleinen Konten innerhalb der wenigen Wochen, wo wir kleine Konten gemacht haben, auch 15% gemacht und das mit nur, ja, sage und schreibe 13 Trades. Und wir haben auch in diesem Jahr eben erst einen Long-Markt gehabt, also wo wir nach oben gelaufen sind, dann einen extremen Short-Markt, wo die Aktienmärkte bis zu 40% gefallen sind und anschließend sind die Aktienmärkte wieder um 40, 50% gestiegen. Das heißt, wir haben hier wirklich eigentlich ein Idealbild, weil wir eine hohe Volatilität haben. So, und ich möchte jetzt gar nicht so tief in das Thema Volatilität einsteigen. Das ist dann eher ein Thema der Trader-Ausbildung. Aber grundsätzlich, wenn wir einen Long-Markt haben, macht es halt sehr viel Spaß, auf der Long-Seite zu agieren, weil hier das Geld sehr einfach verdient wird. Auf der Short-Seite wird das Geld nicht nur einfach, sondern sogar schnell verdient, weil die Abwärtsbewegungen deutlich, deutlich schneller vonstatten gehen als die Aufwärtsbewegung. Und wie gesagt, das Ganze jetzt auch nochmal in einem Bild. Und hier sehen wir die Aktie, die wir uns vorhin angeschaut haben, nochmal im Tageschart. Ihr erinnert euch, im Wochenchart haben wir gesehen, dass die Aktie schön sauber nach oben gelaufen ist. Das Ganze sehen wir auch dann hier jetzt im Tageschart. Die Aktie kommt aus einer Korrektur, läuft nach oben, fällt nach unten weg, läuft wieder nach oben. Das heißt, wir haben hier steigende Tiefpunkte und steigende Hochpunkte. Der Markt macht noch einmal eine kleine Korrektur und dann lasse ich mich hier einfach in den Markt einstoppen. Stopp, dann entsprechend der Initialstopp unter das Tief. Das Risiko wird dann entsprechend berechnet und dann mit jedem neuen Hoch, was entsteht, wird der Stopp Stück für Stück einfach weiter herangezogen, bis man dann am Ende natürlich irgendwann aus dem Trade dann herausfliegt. Und hier beispielsweise Einstieg hier ungefähr bei 91, 92 Dollar, herausgefallen dann bei 104. Das heißt, wir haben hier ungefähr 12, 13% in einer Aktie gemacht. Das ist relativ viel für diesen kurzen Zeitraum, wenn man sich überlegt, dass Aktienmärkte im Durchschnitt ja nur 6 bis 8% steigen. Und wenn man alleine mit einem einzigen Trade über wenige Tage und Wochen eben eine solche Performance ohne Hebel, also das ist wirklich rein das, was die Aktie selber gemacht hat, dann 10, 12% Rendite einfahren kann, ist das natürlich eine tolle Sache. Wie gesagt, worauf ich halt achte, ist, dass wir einen Trend haben im Handel und das werden wir uns, wie gesagt, sehr, sehr genau auch anschauen innerhalb der Webinarreihe Kleines Konto, Groß Traden. Korrekturen, das ist das, was wir vorhin schon angesprochen haben, verlaufen halt deutlich kleiner und mich wundert immer, dass so viele Trader immer wieder versuchen, Korrekturen zu handeln, obwohl dies erstens sehr schwer ist, zweitens sehr, sehr wenig Chancen auf Erfolg und dann ist der Gewinn, wenn es denn funktioniert, auch noch deutlich kleiner, als wenn wir die Bewegung handeln. Und genau darauf gehen wir einfach ein und zeigen auch einfach, wie man das einfach umsetzen kann, um hier sehr schnell in die Profitabilität zu kommen. Umgekehrt natürlich auf der Short-Seite das umgekehrte Bild. Der Markt fällt. Wir haben hier eine Abwärtsbewegung und da auch hier macht es einfach mehr Sinn, diese Bewegungen einfach zu nutzen, wenn der Markt fällt, wenn er vor allen Dingen schnell fällt, wie wir das beispielsweise am Donnerstag und Freitag gesehen haben, im amerikanischen Markt, aber auch in Deutschland natürlich, wo die Märkte sehr, sehr schnell unter Druck geraten sind, auch in Einzelaktien, während der Nasdaq in der Spitze 10% in 2 Tagen verloren hat, haben natürlich Aktien, die in den Wochen davor stark gestiegen sind, wie Apple oder auch Tesla natürlich massiv verloren. Das heißt, wir haben bei Apple einen viel größeren Verlust gehabt als im Markt und bei Tesla natürlich noch höher. Dazu kommt natürlich auch noch die Nachrichtenlage. Die spielt natürlich auch noch eine Rolle. Es gab ja den Aktiensplit und auch darauf werden wir eingehen, warum man gerade vor dem Aktiensplit das große Geld verdient hat und im Nachgang eben eher das Nachsehen hat, wenn man zu spät dran ist. Das heißt also, als Trader muss man nicht nur Nachrichten lesen, man muss sie vor allen Dingen auch verstehen. Und es ist nicht immer das, was da drinnen steht, was das Wichtige ist, sondern man muss wissen, wie interpretieren es denn die großen Marktteilnehmer. Das heißt, hier ist das nochmal ganz schön zu sehen. Die Bewegungen sind halt deutlich größer. Ich habe hier dafür jetzt mal den DAX im Tageschart genommen und man sieht hier, dass es hier immer relativ schnell bergauf geht, während die Korrekturen zwar
preislich auch nach unten gehen, aber das meistens eher seitwärts passiert und hier kaum Trends zu sehen sind, während die nächste Aufwärtsbewegung dann natürlich wieder deutlich stärker ist und die Korrekturen dann hier ja auch wieder sehr kurz sind, auch vom zeitlichen her. Also es macht einfach viel mehr Sinn, viel mehr Spaß, hier entsprechend die Bewegungen zu handeln und wie man das halt umsetzen kann. All diese Dinge werden wir natürlich dann entsprechend in der Webinarreihe Kleines Konto, Großtraden dann auch zeigen. Ein weiterer Punkt, den wir zeigen möchten, ich werde auch nachher am Ende noch auf eure Fragen gerne eingehen, ist natürlich der Unterschied, immer mit konstantem Risiko zu arbeiten oder den Zinseszinseffekt im Handel zu nutzen. Und ihr seht das hier an diesem Beispiel auf weniger als 20 Trades, wenn man immer mit einem konstanten Risiko arbeitet, also immer sagt, mein Risiko ist 100 Euro, 50 Euro, 200 Euro, wie auch immer, dann wird sich euer Konto eben langsamer entwickeln, als wenn man das Ganze dynamisch macht. Und das ist auch etwas, was auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so groß aussieht, aber wenn man das Ganze mal auf 60 Trades und mehr sich anschaut, sieht man einfach, dass es einen Riesenunterschied macht, ob man mit einem konstanten Risiko arbeitet oder wenn wir den Zinseszinseffekt für uns nutzen lassen. Alle die unter euch, die vielleicht bei Rendite Unlimited auch schon mit dabei gewesen sind, wissen es dann ja auch. Auch da haben wir ja drüber gesprochen, beispielsweise dass die Geschichte mit dem Jesuspfennig, was passiert, wenn man eben über einen langen Zeitraum von 2000 Jahren einen Zins von 5% bekommt, wenn man den ausgibt, wie viel Geld wird dann aus einem Cent oder wenn man das Geld immer wieder anlegt. Und das ist eben ein Riesenvorteil, den man einfach hat. Und das können wir halt im Trading halt extremst gut nutzen, weil wir hier ja im Regelfall auch viele Trades machen. Also das mal so als kurzer Einblick auf das, was wir hier machen. Ich habe hier auch noch mal ein schönes Zitat von einem Mann, den vielleicht viele von euch kennen, André Costellani, ist im Moment gerade tot, ist also schon ein bisschen länger nicht mehr unter uns, aber eine große Börsenlegende, hat viele, viele Millionen verdient an der Börse und er hat mal gesagt, wer viel Geld hat, kann spekulieren, wer wenig Geld hat, darf nicht spekulieren und wer kein Geld hat, muss spekulieren. Das heißt, am Ende, und das habe ich selber in den letzten 25 Jahren für mich dann auch gemerkt, als ich angefangen habe, 5.000 Mark damals, wenig Geld. Das heißt, da musste ich einfach auch ran und was tun. Und dann habe ich eben auch das kleine Konto dann zu einem großen Konto getradet. Und ich gehe heute natürlich mit dem Risiko etwas anders um als bei einem kleinen Konto. Und darauf gehen wir natürlich auch ein bei kleinen Konten groß traden. Das heißt, wenn man Kontengrößen hat von 2.000, 3.000, 5.000 Euro, vielleicht auch 10.000 oder 15.000, wird man anders agieren als Kunden beispielsweise, die 25.000, 50 oder 100.000 haben. Und dann haben wir ja auch nochmal die Kunden, die vielleicht sechsstellig, siebenstellig unterwegs sind, die agieren nochmal wieder anders, weil da steht dann nicht mehr im Vordergrund, vielleicht jedes Jahr 40, 50 oder mehr Prozent zu machen, sondern da ist es eher im Vordergrund, ja, kontinuierlich einen zweistelligen Ertrag zu bekommen, aber dafür relativ sicher. Und der zeitliche Horizont ist bei denen einfach größer, ist auch vollkommen klar. Wenn ich ein siebenstelliges Konto habe und ich mache im Jahr beispielsweise 20%, das sind 200.000 Euro, da kann man schon zumindest die meisten relativ gut mit umgehen. Aber wenn ich jetzt natürlich ein kleines Konto habe und ich mache nur 10% im Jahr, ja, dann lohnt sich der zeitliche Aufwand meistens eher nicht. Kommen wir zu den Inhalten der Webinarreihe, damit wir gleich auch noch ein bisschen Zeit für eure Fragen haben. Was erwartet euch in diesen 3 Monaten? Es wird Live-Webinare geben. Es ist keine Aufzeichnung, sondern es ist wie jedes Mal, werden das Ganze live machen. Wir werden jedes Mal auf den aktuellen Markt eingehen und wie gesagt, fachliche Inhalte dazu liefern. Wir machen die Einführung im ersten Webinar, Wegbeschreibung. Wie schafft man es aus einem kleinen Konto, ein großes Konto zu machen? Was habe ich alles unternommen, um das zu schaffen? Und vor allen Dingen, was könnt ihr dafür für euch nutzen, damit ihr auch das innerhalb kürzester Zeit schafft? Wichtiger Punkt ist, welche Broker, welches Charting brauche ich eigentlich? Brauche ich überhaupt eine teure Software? Nein, braucht man nicht, um erfolgreich zu traden. Wir werden uns also genau anschauen, was ist da eigentlich wichtig und vor allen Dingen, wie sollte man auch Charts richtig einstellen, beispielsweise
damit nicht unnötige Dinge darauf sind, die euch eh nur ablenken, sondern der Fokus wird auf dem Wesentlichen liegen. Ich werde hier alles ausbreiten, was wichtig ist, um hier tatsächlich erfolgreich zu handeln. Ich sage immer, das ist das Fundament des Handelns, ist das Risk und Money Management. Es gibt hunderte Bücher über dieses Thema und trotzdem machen die meisten hier viele Dinge falsch. Am Ende ist es kriegsentscheidend, aber simpel, wenn man es vernünftig angeht. Denn wer das Risk Management nicht richtig macht, wird über kurz oder lang 50% seines Geldes verloren haben. Und dann braucht man sehr, sehr lange, um wieder an den Ursprungspunkt zurückzukommen. Denn klar, wenn ich 5.000 Euro hatte und ich habe die Hälfte mal verloren, 2.500 bleiben mir noch, dann brauche ich tatsächlich 100% Gewinn, um wieder dahin zu kommen, wo ich war. So, und wenn ich vorher 50% verloren habe, dann habe ich entweder das Risk Management nicht richtig beachtet oder ich habe einfach viele Fehler in meinem Trading gehabt. Für beide Kundengruppen wäre es also wichtig, hier einmal die Basis zu legen, um hier mal Erfolg in den Handel hineinzubringen. Dann ist es wichtig, natürlich die Großwetterlage. Das ist das, was wir jeden Tag machen. Das heißt, wir schauen uns jeden Tag an, wie läuft denn eigentlich der Markt? In welche Richtung wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit an diesem Tag gehen? Das ist für den Daytrader wichtig, aber auch für den Trader, der eben auf Tag und Stunde agiert. Sind wir gerade in einem Longmarkt? Sind wir gerade in einem Shortmarkt? Sind wir gerade in einem Markt, aus dem wir uns besser heraushalten sollten? Ja, und dann geht es auch in den direkten Handel auch hinein. Das heißt, wir werden sowohl im Trendhandel Trades aufsetzen, als natürlich auch im Bewegungshandel. Wir werden, wie gesagt, in diesen Wochen versuchen, Woche für Woche gute Trades zu finden, die ihr dann entsprechend auch mit analysiert. Das heißt, wir schauen uns genau an, wieso wollen wir denn überhaupt in welche Aktien rein? Warum wollen wir die als Trendhandel nutzen? Warum wollen wir die als Bewegungshandel nutzen? Vor allen Dingen, was bedeutet das auch? Und wie können wir das zu unserem Vorteil nutzen? Vor allen Dingen, wann ist es besser im Trend zu handeln und wann besser in der Bewegung? Ihr habt es vielleicht schon gehört, man kann auch mit Unschärfe im Markt agieren. Auch das zeige ich euch. Wie kann man bestimmte verschiedene Setups nutzen und in welchem Markt sollte man eben was machen? Das heißt, wir werden nicht nur im Groben über diese einzelnen Dinge sprechen, sondern wir werden dann auch Stück für Stück hier ins Detail gehen. So, und dann werden wir uns mal anschauen, wie sieht denn so ein ganzer Handelstag aus vom Handelsplan angefangen. Das heißt also, welche Märkte schauen wir uns an, um festzustellen, in welche Richtung wollen wir am Tag handeln. Wir werden einen Screening-Prozess durchführen. Wie findet man eigentlich die richtigen Titel, die jetzt in den nächsten 1, 2, 3 Tagen dann auch an den Start gehen, so dass man hier relativ schnell Geld verdienen kann. Wir schauen uns vor allen Dingen auch an ein weiteres Setup, nämlich der Handel aus der Korrektur. Vor allen Dingen, wie macht man es gewinnbringend? Dann kommen wir auf einen Bereich, der sehr, sehr wichtig ist, der genau im Prinzip da anknüpft an das Risk und Money Management, was das Fundament des Tradings ist, eine der tragenden Säulen, nämlich neben dem Handel, dass man weiß überhaupt, wie man handeln möchte, ist der psychologischer Aspekt. Das heißt, wir werden uns anschauen, Angst und Gier im Trading. Ich bin sehr gespannt, welche Erfahrungen ihr hier in der Vergangenheit schon gemacht habt, denn das ist häufig Freund und Feind des Händlers. Auf der einen Seite ist Angst und Gier häufig ein Faktor, der uns im Weg steht als Händler. Allerdings hat es manchmal auch Sinn, diese Angst und Gier zu haben und damit entsprechend richtig umzugehen. Und wie man das Ganze richtig nutzt, das möchte ich euch dann gerne hier bei Kleine Konten Großtraden zeigen. Und wir werden dann zum Abschluss nochmal in den Screening-Prozess hineingehen. Das heißt also auch hier werden wir uns noch einmal anschauen, was ist hier eigentlich wichtig. Wir werden das Screening dann noch einmal verfeinern, so dass es dann für euch auch aus dem FF möglich ist, hier entsprechend dann auch vorzugehen. Vielleicht noch ganz wichtig für den einen oder anderen, der sagt, ja, das ist genau das, auf das ich gewartet habe, weil wie gesagt,
Die Webinarreihe Kleines Konto, Groß Traden machen wir eben nicht das ganze Jahr über, sondern live immer nur einmal im Jahr, im Herbst. Und wir starten damit am 6. Oktober um 17.30 Uhr. Es ist immer eine Stunde, werden wir uns eben all diese Dinge anschauen und vor allen Dingen dann auch entsprechend eure Fragen beantworten. Die Termine auch natürlich ganz, ganz wichtig. Sie sind also im Wochenrhythmus geplant. Es ist nicht immer möglich, genau auf die Woche, weil ich zwischendurch auch einmal noch beruflich unterwegs bin. Aber sie werden immer in den Abendstunden stattfinden. Wenn ihr mal nicht live mit dabei sein könnt, ist es kein Problem. Wir zeichnen natürlich jedes Webinar für euch auf und ihr werdet am nächsten Tag immer die Aufzeichnung bekommen und zusätzlich natürlich auch die Dokumentation zu dem Webinar. Kleines Konto, groß traden. Es wird 10 Live-Webinare von mir für euch geben. Zusätzlich bekommt ihr noch kleines Konto, groß traden. Das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, die Aufzeichnung dazu mit den Live-Trades aus der Vergangenheit. Insgesamt sind das mehr als 30 Stunden Videomaterial, auf das wir eingehen werden, beziehungsweise euch zusätzlich zur 10-teiligen Webinarreihe zur Verfügung stellen. Und natürlich habt ihr darauf dann auch unbegrenzten Zugriff. Jetzt am Ende ist natürlich noch eins wichtig. Was kostet das Ganze für euch? Das Investment hierfür beträgt sage und schreibe nur 490 Euro. Das heißt, hierin bekommt ihr die 10-teilige Live-Webinar-Reihe, dann eben das Webinar aus der Vergangenheit. Wie gesagt, 30 Stunden Material stellen wir euch zusätzlich noch zur Verfügung. All das Ganze nochmal hier kurz zusammengefasst. Mit kleinen Konten, Großtraden haben wir in der Vergangenheit bis zu 40% Rendite erreicht. Ihr bekommt konkrete Handelsstrategien an die Hand, die ihr einfach kopieren könnt. Ihr optimiert euer Risiko, um euer Kapital zu schützen, denn es geht als Trader nicht nur darum, möglichst viel aus seinem eigenen Geld zu machen. Viel wichtiger ist es vor allen Dingen darauf zu achten, dass es in schwierigen Marktphasen nicht dazu kommt, dass die Drawdowns zu groß werden. Trefferquoten im Handel haben wir im Schnitt von bis zu 60% und das ist auch in diesen Zeiteinheiten deutlich einfacher möglich, als das im Intraday-Handel ist. Und wie gesagt, wir schauen uns einfach an, was machen denn auch die großen Player? Welchen Einfluss haben die großen Player im Markt eigentlich auf das, was wir tun? Ziehen die uns beispielsweise da, wo wir unsere Stops sitzen haben? Gehen die dahin und versuchen uns die Orders dann entsprechend abzuluxen? Oder wie gehen die hier vor? Da kann ich hier ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil wir in unserer Seminarreihe 90 Tage Trader-Ausbildung auch häufig einen hauptberuflichen Händler mit dabei haben und der uns ganz genau erzählt, wie sie hier vorgehen und daraus werde ich natürlich auch euch sagen, worauf wir da achten sollen. Das heißt, wir werden sehen, welche Chancen bietet uns das Trading und ich werde euch zeigen, wie ist mein Weg gewesen und was könnt ihr davon kopieren, um auch hauptberuflich Händler zu werden, wenn ihr dazu Lust habt. Bevor wir jetzt zu den Fragen kommen, wenn ihr euch anmelden möchtet, wenn ihr mit dabei sein möchtet, könnt ihr das über meine Webseite machen, mariolüttemann.com/kleineskonto-groß-traden. Das ist also relativ einfach. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr natürlich auch jederzeit natürlich bei uns im Handelsbüro anrufen. Ihr könnt einfach auch sonst auf meine Seite gehen, mariolüttemann.com und dann einfach nur auf Ausbildung Trading und dann hier bei Kleine Konten findet ihr auch nochmal alle Informationen, die wichtig sind und unten habt ihr dann, wie gesagt, die Möglichkeit, euch auch anzumelden, wenn ihr mit dabei sein möchtet. So, und das jetzt auch erstmal von meiner Seite. Dafür das fürs Zuhören erstmal vielen Dank und jetzt gehe ich auch noch auf eure Fragen ein. Susanne fragt, wie liest man Volumen und EMAs? Also im Prinzip gehe ich hier kurz mal in einen Chart hinein. Ich nehme jetzt einfach irgendeine Aktie mal heraus. Wenn man jetzt zum Beispiel hier den gleitenden Durchschnitt hat, also wir schauen hier also A immer natürlich auf den gleitenden Durchschnitt, ob die Märkte halt eher auf der Long-Seite anzufassen sind oder auf der Short-Seite. Man kann natürlich auch noch zusätzlich beispielsweise
das, was du gefragt hast, das Volumen mit dazu nehmen. Dann gehen wir einfach hier runter und sagen, okay, wir möchten jetzt hier gerne auch noch das Volumen uns einblenden lassen. Das kann man machen, wenn man das möchte. Das lohnt nicht auf allen Zeiteinheiten. Das muss ich gleich dazu sagen. Also es ist ein Irrglaube, dass das Volumen grundsätzlich in jeder Zeiteinheit einen Vorteil bringt. Grundsätzlich lässt sich sagen, wenn wir in einem Markt sind, dass wenn der Markt nach oben geht, dass wir eigentlich eher ein höheres Volumen erwarten. Das heißt, dass das Volumen eher ansteigt und in Korrekturen eher zurückgeht. Das ist das, was wir hier sehen. Es gibt hier eine Korrektur und wir sehen, dass das Volumen hier deutlich, deutlich zurückgeht. Und als der Markt dann wieder angestiegen ist, sollte normalerweise das Volumen relativ schnell wieder ansteigen. Das ist hier beispielsweise nicht passiert, sondern das Volumen ist erst angestiegen in den beiden letzten Handelstagen, am Donnerstag und am Freitag, als der Markt nach unten gerauscht ist. So, und das ist kein gutes Bild, weil es sollte eigentlich eher umgekehrt sein. Aber auch darauf werden wir, wie gesagt, eingehen dann in den kommenden Webinaren. Frage von Helmut, wieso hast du im Tageschart den Durchbruch als Einstieg genommen und nicht den Punkt 3? Dafür muss man erstmal vielleicht nochmal gerade kurz sagen, was ist ein Punkt 1, Punkt 2 und Punkt 3? Also Punkt 1 ist halt immer der Startpunkt, also der tiefste Punkt, Punkt 2 ist ein Hochpunkt, Punkt 3 ist ein Tiefpunkt und dann haben wir hier wieder einen Punkt 2. So, und die Frage ist, warum steige ich beim Durchbruch ein, also wenn der Markt beispielsweise hier durch das Hoch geht und nicht am Punkt 3? Naja, hier unten einzusteigen ist halt schwierig, weil ich weiß ja nicht, wo unten ist, sondern ich kann in diesem Rücklauf nicht vorher wissen, wo der Markt anfängt zu drehen. Das heißt, es macht hier erstmal Sinn, im ersten Schritt zu schauen, an einem Hochpunkt, ob das jetzt im Tageschart so der ideale Punkt ist, da kommen wir dann drauf. Aber grundsätzlich würde ich immer hier an einem solchen Punkt halt einsteigen und dann entsprechend den Stop dann hier unter die Tiefs ziehen. Unten, also wie gesagt, in einem Aufwärtstrend Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, die wechseln sich hier immer ab und der untere Punkt ist dann halt immer der Punkt 3. So, das heißt, wir haben hier oben wieder einen Punkt 2 und so wechselt sich das Ganze ab. Und das ist auch die normale Vorgehensweise, wenn man markttechnisch agiert. Und das Ganze funktioniert wirklich sehr gut. Ich mache das Ganze seit roundabout 15 Jahren mit diesem Handelsansatz und das nicht nur im Tageschart, sondern auch im Intraday-Chart. Wie gesagt, ich habe am Freitag hier im FDAX beispielsweise einen Short-Trade gemacht. Wir haben heute im FDAX einen Long-Trade dazu gemacht. Morgen gibt es dann entsprechend dazu auch ein Video in meiner Facebook-Gruppe Markttechnik erfolgreich handeln. So, wie haben Sie heute den FDAX gehandelt? Also was haben Sie gesehen, um Long einzusteigen? Auf Stunde, 10 Minuten ist er doch eher Short. Kann ich auch kurz hier natürlich zeigen, wobei das jetzt natürlich schon sehr, sehr tief auch geht. Aber wie gesagt, wir machen ja morgen auch ein Video dazu. Natürlich sehen wir, wenn wir uns hier den Chart anschauen, im Tageschart beispielsweise, dass der Markt aufwärts gerichtet ist. Also der Markt ist nicht Short, Mirko, sondern der Markt ist hier Long. Weil wenn wir uns das anschauen, der Markt läuft hier halt, wenn wir vom Tief hier im März uns das anschauen, ist die Bewegung, die wir hier sehen, long gerichtet. So, das heißt also, im Tageschart sehen wir hier ein ganz klares Long-Signal. Deswegen bin ich hier auch eher grundsätzlich auch weiterhin positiv eingestellt. Wenn wir jetzt eine Zeiteinheit tiefer gehen, in den Stundenchart, da sehen wir natürlich, dass der Markt hier, ich mache das mal in Rot, jetzt natürlich seit Donnerstag hier eher nach unten gelaufen ist. Das ist auch der Grund, warum ich dann am Freitag hier einen kurzen Short Trade aufgesetzt habe. Das sind aber sehr kurze Trades. Warum? Weil ich eben am Tageschart long bin und ich eher auf der Long-Seite agieren möchte. Der Grund, warum wir heute hier auf die Long-Seite gegangen ist, wie gesagt, das ist jetzt eher schon aus der Trader-Ausbildung und aus dem Mastermind heraus, ist einfach, dass die technische Indikation, und damit meine ich nicht Indikatoren, die im Chart sind, sondern Dinge, die wir uns zusätzlich anschauen im Handeln. Und dazu gehört zum Beispiel Put-Call-Ratios, Fear-and-Greed-Index, aber auch die Volatilität. Und das ist auch sehr gut beschrieben in dem Video vom Donnerstag von mir, was ihr bei YouTube, in meinem YouTube-Kanal findet unter Mario Lüttemann. Da ist das letzte Video vom Montag, vom Donnerstag, habe ich sehr genau beschrieben, was passiert ist im Markt. Ich gehe mal dafür in den S&P 500, da kann ich es sehr einfach erklären. Wir haben hier im S&P, gerade wenn wir
die hier mal 3 Tage zurück. Wenn wir bis Mittwoch schauen, einen sehr stark steigenden Markt gesehen. Und was zusätzlich eben passiert ist, und das ist eigentlich das, was normal ist, der Markt läuft hoch. Der ist allerdings sehr dynamisch die letzte Zeit nach oben gelaufen, prozentual sehr, sehr stark getrieben vom Optionsmarkt. Das heißt, wir schauen uns halt Put-Call-Ratios sehr genau an, wissen sehr genau, was dort passiert. Wie gesagt, das sind auch schon Teile dann entsprechend aus unserem Mastermind-Seminar. Und zur gleichen Zeit, und das ist eben wichtig, wenn sowas passiert, dass hier die Märkte stark steigen, dann sollte die Volatilität eigentlich eher fallen. Das heißt, die Volatilität steigt eigentlich nur dann an, wenn Aktienmärkte fallen, so wie in dieser Phase hier. Da ist die Volatilität gestiegen und der Aktienmarkt, also Volatilität zeichne ich hier in Rot, und der Aktienmarkt ist in der gleichen Zeit gefallen. Also der S&P ist hier runtergekommen, die Volatilität ist explodiert. Also immer genau das Gegenteil. Und hier war es so, S&P ist nach oben gegangen. Normalerweise hätte die Volatilität fallen müssen. Das hat sie aber nicht gemacht, sondern die Volatilität ist angestiegen. So, und das ist eben der entscheidende Punkt gewesen. Volatilität ist hochgegangen und der Markt ist hochgegangen. Und damit war klar, und das haben wir letzte Woche in unserem Mastermind-Seminar auch schon besprochen gehabt, am vorletzten Wochenende ist das stattgefunden. Und da haben wir schon erklärt, der Markt wird in dieser abgelaufenen Woche ins Rutschen kommen. Wir wussten nur nicht genau, an welchem Tag das passieren wird. So, und das ist dann eben passiert am Donnerstag und Freitag. Ich war da in München gewesen zu unserem Investmentseminar und habe dann hier entsprechend die Trades auf der Short-Seite aufgesetzt. Und am Freitag ist genau das Gegenteil passiert. Der Markt ist hier gefallen, aber die Volatilität ist rausgegangen. Das heißt, der Aktienmarkt ist gefallen, aber die Volatilität ist auch gefallen. Und deswegen bin ich dann entsprechend heute long gegangen. Also ihr seht, das ist sehr komplexes Trading und es ist eben nicht so, man guckt auf einen Chart und sagt, naja, nur weil das im Chart so ist, muss ich jetzt in die eine oder andere Richtung handeln. Das ist viel, viel, viel zu kurz gesprungen. Das macht auch überhaupt keinen Sinn, so zu agieren. Langfristig, das kann mal eine Zeit lang funktionieren, aber wenn ihr längerfristig dabei seid, dann werdet ihr einfach merken, es gehört einfach viel, viel mehr dazu, als nur einfach auf einen Chart zu schauen. Susanne fragt, ist deine Webinarreihe eher etwas für Anfänger oder auch für Personen, die schon länger traden? Ich trade seit circa 6 Jahren, aber spricht mich trotzdem an. Das ist eine gute Frage, Susanne. Natürlich richtet sich das Seminar in erster Linie natürlich an Trader, die noch nicht so super breit in ihrem fachlichen Wissen sind. Ich habe ja auch vorhin eingangs gesagt, auch gerade was das die Kontogröße angeht, kleines Konto. Deshalb, weil ich damals auch mit 5.000 Mark angefangen habe, deswegen haben wir auch viele Kunden aus diesem Bereich, die das natürlich buchen. Deswegen übrigens auch der sehr geringe Preis. Aber wir gehen sehr, sehr tief in den Markt hinein. Und für alle die, die zum Beispiel sagen, ja, die Trader-Ausbildung ist mir vielleicht dann doch noch ein Stück zu groß für 90 Tage, weil das wäre dann das, was eigentlich dann da so der nächste Step ist. Viele nutzen dann einfach erstmal kleine Konten, weil wir da natürlich einen Großteil der Inhalte hier natürlich auch schon drin haben, um hier vorwärts zu kommen. Vor allen Dingen, wenn du vielleicht noch nicht so profitabel bist, wie du das gerne sein möchtest, dann wird kleine Konten hier sicherlich eine gute Entscheidung für dich sein. Schau mal gerade weiter. Axel fragt, warum nimmst du nicht jede Korrektur für die Trendzeichnung? Naja, ich versuche halt immer dann überhaupt nur Trends auf der Short, also auf der Korrekturseite einzuzeichnen, wenn ich sie überhaupt handeln möchte. Und ich möchte eigentlich fast nie Korrekturen handeln. Das werdet ihr auch merken, wenn wir bei kleinen Konten sind, aber auch alle die, die in der Trader-Ausbildung sind. Ich versuche also nie normalerweise hier solche Korrekturen zu handeln. Was ich handle, sind diese Korrekturen hier oder auch diese Korrekturen. Und jetzt ist natürlich eine gute Frage, die jetzt noch nicht da ist, aber ich werde sie jetzt gleich mit beantworten. Woher weiß ich denn, ob das eine solche Korrektur wird? Und das sind eben diese technischen Indikationen, wie gesagt, nicht Indikatoren, die ihr im Chart seht, sondern technische Indikationen, die wir uns halt entsprechend anschauen, um dann zu sagen, okay, das wird jetzt eine Korrektur, die größer wird und hier macht es Sinn, dann entsprechend auch im Markt zu agieren.
Robert fragt, welche Indikatoren benutzt du? Ich benutze überhaupt keine Indikatoren im Markt. Auch das werdet ihr in meinen Charts, also alle, die schon mich ein bisschen länger verfolgen. Ich mache ja schon bei YouTube und Facebook mehr als 6 Jahre Vorträge, Videos. Ihr werdet in meinen Charts keine Indikatoren finden, außer einen gleitenden Durchschnitt, weil alles, was ihr an Indikatoren habt oder seht, ist nichts anderes als das, was ihr in der Vergangenheit im Chart sowieso gesehen hättet. Also es wird nur anders dargestellt und ich bin der Meinung, dass es häufig eher verwirrt. Viele auch unserer Kunden, die wir im Coaching betreuen, haben Indikatoren häufig nur als Krücke genutzt. Was meine ich damit? Man nutzt es einfach, um, ja, ich sag mal, dem Indikator am Ende des Tages mehr oder weniger unbewusst die Schuld dafür zu geben, wenn der Trade nicht aufgegangen ist, weil der MACD, der Indikator, der SRSI oder was auch immer man genutzt hat, dann wieder nicht funktioniert hat. Wenn man das als Krücke braucht, um erfolgreich zu handeln, ist das vollkommen in Ordnung. Wir haben aber bei uns im Handelsbüro und auch ein Kollege von mir, der auch ein großes anderes Software-Tool, Bloomberg, nutzt, mal verschiedene Indikatoren auf verschiedenen Märkten getestet, also nicht nur auf den deutschen Markt, sondern auch auf den amerikanischen Markt, auch in unterschiedlichen Devisenbereichen. Es ist einfach so, dass ein Indikator in den seltensten Fällen einen positiven Wert bringt, es sei denn, man hat entsprechende Handelsregeln, die man noch zusätzlich nutzt, dann kann das schon mal anders sein. Aber am Ende, wie gesagt, muss das jeder auch selbst für sich entscheiden. Nur wenn ihr fragt, welche nutze ich? Ich nutze gar keine. Wie viele Punkte Stop-Loss hast du ungefähr? Fragt Helmut. Das kann ich nicht sagen, weil das super unterschiedlich ist. Das hängt nämlich davon ab, wie der Trend läuft. Wenn ich beispielsweise, bleiben wir ruhig hier beim Euro-Stocks, den ich hier gerade auf, den nicht Euro-Stocks, den S&P 500 Index. Wenn ich sage, ich möchte hier an diesem Punkt einsteigen, also als der Markt hier nach oben durchgelaufen ist, zeichne es kurz ein, so, hier an der Stelle, und ich möchte meinen Stop unter das Tief setzen, so, dann ist es eben klar, hier ist der Stop in dem Fall, ja, 3%. So, und wenn ich aber jetzt an einer anderen Stelle einsteige, wo das eben größer ist, dann ist der Stop halt entsprechend größer. Ich versuche halt immer unter den Tiefs entsprechend den Stop anzulegen. Und wenn der zu groß ist, weil das Konto vielleicht zu klein ist, dann kann man ja auch eben entsprechend in die nächst kleinere Zeiteinheit gehen und dann wird der Stop natürlich deutlich kleiner. Oder so wie ich das heute Intraday gemacht habe, dann wird der Stop nochmal deutlich, deutlich kleiner, wenn man beispielsweise im Minutenchart unterwegs ist. Okay, dann fragt Christian, kann man bei dir auch ein Praktikum machen? Ja, kann man tatsächlich, Christian. Wir haben schon seit jetzt den vierten Praktikanten. Unsere Praktikanten sind allerdings immer für ein Jahr bei uns. Das heißt, wir machen keine Praktikas, die kürzer laufen, immer nur für ein Jahr, weil der zeitliche Aufwand sonst zu groß ist. Man muss sich auch für das Praktikum bewerben. Das ist ein ganz normaler Bewerbungsprozess, wie in jedem anderen Bereich auch. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt allerdings suchen wir erst wieder keinen Praktikanten, weil wir jetzt erst, wie gesagt, seit dem 1. Juli wieder jemanden eingestellt haben für diesen Bereich bei uns im Handelsbüro. Also es wird erst wieder frühestens im Sommer des kommenden Jahres sein. Okay, ich glaube, das war's an Fragen. Das passt auch super gut. Wir haben 18.57 Uhr, sind halt wirklich super mit der Zeit hingekommen. Alex fragt jetzt noch, als da kam noch die letzte Frage, wie hoch ist die Drawdown-Phase? Ja, Drawdown-Phase und Drawdown sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Also Drawdown ist das, was man prozentual erlebt an Drawdowns. Die ist natürlich unterschiedlich, wenn man sich die letzten 25 Jahre anschaut. Die war bei mir am Anfang relativ hoch. Ich zeige das mal so ein, wie der Stand tatsächlich damals mal war. Und dann komme ich auch darauf, wie es heute ist. Als ich angefangen habe zu handeln, ich muss mal dieses Ding hier ausmachen, das macht mich total irre. So, als ich angefangen habe zu handeln, das war 96, da habe ich damals angefangen, das ist die Zeitschiene, das ist Kontogröße. Als ich angefangen habe hier mit 5.000 Mark damals, da ging das die ganze Zeit so. Das ging wirklich
So gefühlt ein Jahr so, da hat, also ging mehr oder weniger seitwärts oder leicht nach oben. Dann habe ich in 97 plötzlich einen relativ starken Boost bekommen, bin auf 50.000 nach oben gekommen, was schon richtig gut war, also eine Verzehnfachung des Kontos. Warum? Relativ einfach. Ich habe eine Strategie genutzt, die total easy ist. Ich habe alles auf eine Karte gesetzt. Das heißt, als ich 5.000 hatte, habe ich 5.000 Euro investiert. Als ich 20.000 hatte, habe ich 20.000 in einen Wert investiert. Und als ich 50.000 Mark hatte, hatte ich 50.000 investiert. Das ging gut bis 1997. Da habe ich die Aktie BID gehandelt, Börseninformationsdienst. Und plötzlich wurde die ausgesetzt für 3 Tage. Und dann hat die Aktie hier unten wieder aufgemacht, nämlich mit minus 90%. Das heißt, 1997 habe ich einen Drawdown von 90% gehabt. Das ist nicht witzig. Und daraus habe ich gelernt und habe dann angefangen, Risk Management einzuführen. So, wie sieht das Ganze heute aus? Heute fahre ich nicht mehr ein Risiko, alles auf eine Karte, sondern keine Position ist bei mir heute mehr größer als 10%. Warum? Erstens habe ich heute ein Konto, das deutlich, deutlich, deutlich größer ist als zu diesem Zeitpunkt hier. Wir reden da von einem Konto, wo man ein Risiko hat, wo über mehrere hundert zum Teil im Future von 1.000 Euro das einzelne Risiko pro Trade. Deswegen pro Position maximal 10%. Und das andere ist einfach, wenn man in Aktien handelt, sind die Positionsgrößen heute eben auch prozentual gesehen das Risiko eben ja meistens bei 250 Euro, was 0,25% hier in dem Fall entspricht pro Aktie. Ich habe dann meistens 5 bis 10 Aktien gleichzeitig in meinem Konto. Das heißt, man sieht hier dann schon, dass es einen riesen Unterschied macht, ob man ein kleines oder ein großes Konto hat. Und deswegen werden wir auch darauf eingehen im Webinar, was ein ganz wichtiger Punkt ist. Was ist der Unterschied zwischen einem großen und einem kleinen Konto? Maximale Drawdown-Phase, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig. Die längste Drawdown-Phase, die ich hatte, war dann tatsächlich hier 97. Da habe ich fast 5 Monate gebraucht, um wieder nach oben zu kommen. 1998 war ich dann weit über der 50.000er Marke gekommen. Also der Markt, ich bin hier erst runter und bin dann hier wieder hoch. Und 1999 war halt prozentual das stärkste Jahr mit vielen 100%. Und Ende 2000 war dann aus dem Konto 1 Million geworden. Das ist das, was ich am Anfang sagte. Aber das war auch eine glückliche Zeit gewesen. Das muss man ganz klar sagen, so wie das mit den Bitcoins vor 2, 3 Jahren. Ansonsten, wenn man jetzt auf den heutigen Tag, und damit möchte ich das Ganze dann auch entsprechend schließen, weil wir auch 19 Uhr haben. Heute sind die Drawdowns im Regelfall so 2, wenn sie denn sind, meistens 2 Monate. Verlust von oben im Regelfall ja um die 8 bis 10%. Das liegt aber an dem Risk Management, was wir fahren. Also ich kann mich nicht daran entsinnen, dass ich in den letzten 5 Jahren mal mehr als 10% Drawdown gehabt hätte. Hoffe, die Antworten haben euch ein bisschen weitergebracht. Christian fragt noch, gibt es eine Aufzeichnung? Zu heute gehe ich mal davon aus, dass FXFlat das Ganze als Aufzeichnung zur Verfügung stellt. Ansonsten die Webinare, wie gesagt, im Rahmen von kleine Konten, Großtraden, werden natürlich alle aufgezeichnet und ihr bekommt sie immer, wie gesagt, am Tag danach zugeschickt und auch immer natürlich die entsprechenden Präsentationen dazu. Alle Informationen zu kleine Konten, wie gesagt, findet ihr auf meiner Webseite mariolüdemann.com und dann unter kleines Konto Großtraden. So, das war's von mir. Ich gebe jetzt wieder zurück an Wolfgang. Wünsche euch noch einen schönen Abend und vor allen Dingen viel Erfolg an den Märkten und würde mich freuen, wenn wir uns im Oktober dann bei kleine Konten wiedersehen. Ja, Mario, vielen Dank. Ich hoffe, die Teilnehmer konnten sich eine Übersicht verschaffen über das, was du bietest in deinen Webinaren. Zu der Frage von eben, das Webinar wurde aufgezeichnet und wird, ja, ich hoffe mal in den nächsten Wochen zur Verfügung stehen. Ja. Ansonsten bedanke ich mich bei den Teilnehmern, ja, fürs Zuhören und wünsche jedem einen angenehmen Abend. Im Namen von FX Flat, auf Wiedersehen.